Hey, yo zusammen und willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg mit den Zwergen. Wir gehen gleich rein und dann sehen wir weiter. So schaut's aus. Isengard haben wir geschafft. Ich dachte jetzt eigentlich, ich könnte Dol Guldur spielen, aber das ist ja kompletter Schwachsinn. Ich muss ja erstmal Kerandor schaffen. Und das wird knackig. Bin ich ehrlich. Das wird knackelig. Okay. Wir gehen rein. Gimli alleine gegen eine Festung mit Kaserne. Das ist knackig. Die KI hat 6000 plus Festung. Die wird... Aber ich denke tatsächlich, wenn ich es einfach nur defensiv spiele, kann ich hier... ach du Scheiße. Kann ich hier tatsächlich was schaffen? So. Ich könnte die Mine haben. Aber die Heilung ist wichtiger. Ja, und der Turm ist nicht so toll. Ah, machen wir das lieber mal so. So. Ich dachte, ich starte woanders. Ganz blöd. Aber dann ist die Festung da unten. Weil wenn sie hier wäre, wäre das richtig mies. So. Ich schau mal, dass Gimli vielleicht hier... Nein. Ah, ich habe nur Hobbits. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Na gut. Auf Nummer 9. Sound ist da. Passt. Okay. Ja, also ich muss wirklich gucken, dass ich... zügig... Okay. So. Zwei Kriegerhallen. Und wieder ein Dingsi. Und dann defensiv stehen. Defensiv stehen. So gut es geht, weil ich glaube, die KI kann hier nicht viel machen an Truppen ausbilden. Sie hat keinen Helden dabei. Das ist gut für mich. Und es sollte passen. So, hier kann man noch hoch. So. Okay, machen wir das mal so. So. So, schauen wir mal, ob die Zwerge das schaffen oder nicht. Okay, die gehen da ran. Das ist okay. Au, guck mal, was ist hier? Ah ne, da darf man nicht hin. Okay, never mind. So. Geht's mal da lang? So, sollten wir schaffen, ne? Und dann natürlich hier eine Statue hin. So. Sollte passen. Ich hoffe nicht, dass ich das hier verliere, die Mine. So. Okay. Gehen wir gleich mal auf Stufe Dings hoch. Ich dachte, ihr hättet es irgendwo noch Viecher gehabt, aber anscheinend keine Waage. Die Waage kommen erst weiter unten. So. Okay, das müsste reichen. Zum Ausbilden. Ich glaube, das müsste wirklich reichen. So, schauen wir mal, was es hier hat. Und dann halt weiter ausbilden, ausbilden, ausbilden. Ne? Wir haben alle Hände voll zu tun. Wir haben das Gebäude eingenommen. Das sieht gut aus. Wir erledigen das. Rüstet euch, Zwerge! So. Ah, das ist der Bauplatz. Okay, bisher sehr ruhig alles. Wir haben die Halle der Krieger erweitert. Kann natürlich sein, dass die KI... erst die ganzen Upgrades für die Dings kauft. So. Das ist sehr gut. Pass auf, du gehst da runter. Wow, die sind gestorben.
Das ist natürlich ein großes Problem. So. So. Okay, das sollten die schaffen. Ich habe ja hier... Ja, easy. Ich habe ja hier meinen Vorteil. So, kurze Reparatur. Ich schmeiße hier auch mal gleich einen Turm mit drauf. So, dann dahin. Geld, Geld, Geld. Und mehr Geld. Okay. Dann gehen wir dahin. Das sieht ja ganz gut aus bisher. Okay. Schade. Gut gedodged von ihm. Sehr schön gedodged. Aber das meinte ich. Dieses unbeschützte Land ist gut zu töten. Ne? Dieses unbeschützte Land kann man sehr gut töten. So. Okay. Dann bleiben wir jetzt hier mal defensiv stehen. Die gehen da lang. Und dann geht's hier weiter. So. Oh, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich muss sein Gasthaus töten. Das ist ganz wichtig. Ja. Weil die Elben werden jetzt ein Problem. Können die das überrennen? Rennen, rennen, rennen? Ja. Das bringt wenig. Turmwachen. Okay. Aber ich muss sein Gasthaus zerstören, weil das wird sonst fies. Das war jetzt ein leichter Missklick, aber okay, whatever. So. Das Gasthaus muss ich zerstören, das ist ganz wichtig. Okay, hier kriegen sie nur aufs Maul. Was? Achso, ja, hier das irgendwann. So. Oh ja. So. Da lang. Das ist schön. So. Hier geht's da runter. Hier geht's da runter. Naja, das kriege ich schon noch hin. Mit den Soldaten. So. Okay. Dann ziehen wir uns hier mal zurück. Haben wir das hier? Ja, easy. Okay, so, ich brauche Bogenschützen. Phalangen. Ja, das ist gefährlich. So, und ich brauche natürlich das hier. So. Boom, Abfahrt. So. Ja gut. Ihr könnt euch da hinstellen. Ihr könnt hier helfen. So, der macht noch was. Sollen sie kommen. Bald werdet ihr die Zwerge fürchten. Beeilt euch. So. Okay.
So, hier bleibe ich ja noch ein bisschen defensiv stehen. Ich muss mal gucken, wie ich das besser hinkriege. Okay. So. Und dann Katapulte. Mhm. Sie werden den Anblick unserer Bärte fürchten. Ja, alle Hände voll zu tun. Na, hoffentlich. Okay. Da hat's ein Gasthaus. Oh, das darf ich denen auf gar keinen Fall geben. Ha! Na gut. Alle. Alle Armeen müssen wir noch besiegen. So. Das ist gut. Da kann man angreifen. Also, das ist halt das Ding. Ich habe hier einen gewissen Vorteil. Ja, das lohnt sich nicht. Ich glaube, die Heilung, die halte ich mal zurück. Sicher ist sicher. So. Genau. Oh, whatever. Bannerträger. So. Katapulte. So. Die Festung, genau. Da hauen wir jetzt einfach mal drauf, okay? Einfach mal schönen Schaden machen. Sehr ärgerlich mit dem Katapult. So. Okay. Das ist gut. Kaputt. Kaputt. So. Das ist ja bisher noch ziemlich einfach. Okay. Okay, das passt schon. Hobbits brauche ich jetzt keine. Wir bauen einfach noch ein paar Minen. Da ist Faramir gestorben. Sehr schön. So. Okay. So, er baut auch Statuen. Guckt's mal. Gar nicht so dumm. Gar nicht so dumm. Hallo? So. Okay, und er gibt auf. Easy. Na gut, passt. Nehme ich, ne? Ist okay. Okay. Das war etwas. Okay, okay, okay. Und wieder, ich war bei 41, jetzt bin ich bei 3 plus, also bei 44. Punkten. Ne, ich müsste jetzt hierbei erstmal alles abwählen. Weil das wäre auch Cheaten, wenn ich das Zeug behalte, entlasse und dann kriege ich die Hälfte zurück. Ist auch Cheaten. So. 43. Das heißt, nach ein paar Kämpfen habe ich hier eine zweite 15 oder reparieren und eine zweite 10 Fähigkeit. Das ist nicht schlecht. Das gucken wir gleich in der nächsten Episode. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.